Computer, Oma. Heute möchte ich Ihnen erklären, was der Startbildschirm ist. Wenn Sie Ihren Computer hochgefahren haben, Ihren PC, Ihr Laptop, dann erscheint ein Startbildschirm. Der kann so aussehen wie bei mir jetzt, der kann aber auch ganz anders aussehen. Es ist nämlich zu vergleichen mit Ihrem Schreibtisch. Wenn Sie zu Hause auch einen Schreibtisch haben, an dem Sie normal arbeiten, dann sieht das ja auch bei jedem anders aus. Der eine hat die Sachen rechts liegen, der andere links, der eine mehr, der andere weniger. Das kann also total unterschiedlich aussehen. Also dieser Desktop, der Startbildschirm, ist Ihr Schreibtisch, auf den Unterlagen liegen, die Sie öfter benötigen, wo Sie nicht lange suchen wollen, sondern Sie möchten sie immer griffbereit haben. Bei mir sind es hier im Vorab Programme, zum Beispiel die Textverarbeitung, dann mein Rechenprogramm Excel, mit dem ich arbeite, und ich spiele sehr gerne das Spiel Spider Solitär. Und damit ich es nicht immer lange suchen muss, habe ich das auf meinem Schreibtisch, auf meinem Desktop liegen. Und auf alle Fälle haben Sie auch drauf den Papierkorb. Alles, was Sie nicht mehr brauchen, können Sie in diesen Papierkorb schieben. Dieser Bereich ist also Ihr Startbildschirm. Dann gibt es hier unten noch eine Leiste, die sogenannte Taskleiste oder Arbeitsleiste. Alle Sachen, die Sie dann geöffnet haben, werden in dieser Arbeitsleiste angezeigt. Im Moment habe ich nichts geöffnet, aber ein paar Schaltflächen sind trotzdem da. Hier zum Beispiel die Schaltfläche, womit ich zu Hause meine E-Mails verschicken kann. Hiermit komme ich ganz schnell und komfortabel ins Internet. Hier habe ich den Media Player, da kann ich mir Musik zum Beispiel anhören. Und hier ist ein Ordner, der für Sie auch angelegt ist. Das ist, wenn Sie mit der Maus kurz drauf fahren, steht da Windows Explorer. Wenn Sie einmal mit der linken Maustaste klicken, dann geht Ihre Bibliothek auf. Das heißt, wenn das Programm installiert worden ist, das Betriebssystem ist das Programm, das Ihrem Rechner erstmal Leben einhaucht. Ohne Betriebssystem läuft nämlich gar nichts. Und wenn Sie dieses Betriebssystem installiert haben, dann gibt es automatisch auch einen Ordner, der heißt Bibliotheken. Und der enthält für Sie einen Unterordner mit Bildern, einen mit Musik, einen für Dokumente und einen für Videos. Und wenn ich mal gucken möchte, was hier drin ist, klicke ich zweimal schnell links. Alternativ hatte ich Ihnen schon mal erklärt, wer nicht so schnell mit zweimal linksklicken ist, kann auch einen Rechtsklick verwenden. So, jetzt gucke ich, was in diesem Ordner Bilder drin ist. Hier ist es so ein bisschen grauer hinterlegt, das heißt, wenn ich genau hingucke, kann ich sehen, ich habe den Ordner jetzt geöffnet. Wenn ich zurück möchte, kann ich zum Beispiel diese Schaltfläche einmal mit links betätigen und kann noch mal gucken, was verbirgt sich denn unter Musik. Es ist mir jetzt aber gleichgestellt, ob ich hier jetzt zweimal klicke oder ich könnte auch hier zweimal klicken. Da gibt es eigene Musik und öffentliche Musik. Schauen wir mal bei öffentlicher Musik. Da gibt es schon Beispielmusik, die hinterlegt ist. Und wenn Sie möchten, wenn dieser Ordner jetzt aufgeht, könnten Sie sich die Musik auch anhören. Na, bei mir ist nichts hinterlegt. Dann gehe ich mal auf Rückwärts. Wenn Sie so ein Fenster geöffnet haben und brauchen es nicht mehr, können Sie mit der Schaltfläche schließen, mit einem Linksklick das auch wieder schließen. Wenn ich jetzt dieses Programm Spider Solitär zweimal schnell linksklicke oder ich mach's mal für die, die noch nicht ganz so schnell sind, einmal einen Rechtsklick drauf, dann geht ja dieses Hilfemenü, das Kontextmenü auf. Und hier habe ich die Schaltfläche Spielen und das ist ein Befehl, den ich ausüben will. Deswegen drücke ich jetzt einmal mit der linken Maustaste und mein Spiel geht auf. Kleinen Moment, dauert ein bisschen. Dauert aber ein bisschen lange heute bei mir. Da ist mein Spiel schon. Und Karten werden gegeben. Was sich jetzt verändert hat, hier unten in meiner Arbeitsleiste, hier ist das Spiel auch nochmal zu sehen. Das heißt, ich habe jetzt eine Arbeit geöffnet. Wenn ich auf diese Schaltfläche klicke, verschwindet das Spiel, aber es ist hier noch geöffnet. Wenn ich hier wieder einmal mit links draufklicke, ist es wieder da. Und wenn ich auf diese Schaltfläche gehe, dann ist es sogar über dem ganzen Bildschirm.
und es ist immer noch hier zu sehen. Wenn ich es hier nicht mehr sehen möchte, das heißt, wenn ich es schließe, dann ist es jetzt wieder verschwunden. So, was mache ich jetzt aber mit meinem Startbildschirm? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, mache ich mal einen Rechtsklick. Und ich mache jetzt auf einer freien Stelle von diesem Desktop mal einen Rechtsklick. Dann kriege ich wieder ein Untermenü. Ansicht, da ist ein Pfeil. Bin ich neugierig, gucke ich mal. Was verbirgt sich da? Große Symbole, was ist das wohl? Ich klicke einmal mit links drauf. Hups, jetzt kann ich alles wesentlich besser erkennen. Ich mache nochmal den Rechtsklick, folge wieder dem Pfeil von Ansicht und ich sage, ich möchte gerne wieder die mittelgroßen Symbole. Ich mache wieder den Rechtsklick. Was sind denn wohl Mini-Anwendungen? Einmal mit links draufklicken und dann geht das Menü auf mit den Mini-Anwendungen, die ich zusätzlich haben könnte. Das heißt, wenn ich immer gleich wissen möchte, welche Uhrzeit ich habe, obwohl ich kann es ja auch hier ablesen und das Datum auch, aber viele Leute bevorzugen auch hier diese Uhr, dann mache ich da einen Rechtsklick drauf und sage hinzufügen. Und nach kurzer Verzögerung erscheint jetzt hier auf meinem Bildschirm, kleinen Moment, die Uhr. Und ich hätte jetzt immer ganz komfortabel hier auch eine Uhr. Hier kann ich sie schließen, hier habe ich einige Werkzeuge zum Einstellen. Ich schließe mal dieses Fenster und lasse meine Uhr da. Wenn ich sie nicht mehr brauche, kann ich mit links sie auch hier wieder schließen. Ich mache nochmal einen Rechtsklick auf meinem Bildschirm. Anpassen. Was ist das wohl? Einmal mit links drauf. Das sind Bildschirmhintergründe, die ich mir aussuchen kann. Übrigens, wenn Sie sich das angucken und Sie wissen nicht ganz genau, oh oh, ist das wohl richtig, ist es falsch? Sie haben immer hier die Schaltfläche zum Schließen und in ganz vielen Fenstern gibt es auch eine Anfrage, möchten Sie das machen? Ja oder nein? Oder möchten Sie abbrechen? Also keine Angst, alles mal ausprobieren. Ich klicke mal hier drauf. Jetzt ertönt noch ein Ton. Und jetzt habe ich hier, das hat sich geändert. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann kriege ich jetzt demnächst eine Diashow. Die Bilder ändern sich alle 30 Minuten. Ich kann natürlich auch sagen, alle 10 Sekunden. Sage Änderung speichern. Und schließe dieses Menü. Jetzt habe ich einen ganz anderen Hintergrund. Und nach 10 Sekunden, wir warten mal einen Moment, sollte jetzt gleich auch etwas anderes kommen. Man kann viele Sachen machen. Probieren Sie einfach alles aus. Ich mache nochmal den Rechtsklick. Gehe nochmal auf Anpassen und suche mir wieder meinen Standardbildschirm aus. Schließe das und habe jetzt meinen Standardbildschirm wieder und nichts ist passiert. Probieren Sie alles aus, passieren kann gar nichts. Gehen Sie in die Einstellung. Im Notfall gibt es immer die kleine Schaltfläche Schließen, ganz oben rechts in der Ecke. Das rote Feld mit dem weißen X da drin oder es gibt auch eine Schaltfläche Abbrechen. In meiner nächsten Lektion werde ich Ihnen zeigen, wie Sie ein selbstgemaltes Bild mit dem Programm Paint als Ihren Hintergrund speichern können. Dann haben Sie Ihr Bild, was kein anderer Mensch auf der Welt hat, nur Sie alleine. Zeige ich Ihnen in meiner nächsten Lektion. Vielleicht klicken Sie auf Abonnieren, dann werden Sie auch informiert, wenn ich dieses Video ins Netz stelle. Vielen Dank und tschüss.